Die haben keine Chance mehr, jetzt werden sie zerpflückt. Juhu, yippie. Okay. Danke für eure Hilfe, Fremde. Wir wurden einander noch nicht angemessen vorgestellt, oder? Wie lautet euer Name? Mein Name lautet Drago Basler. Schön, euch zu sehen, Drago Basler. Ich bin Boyar Doru. Danke für eure Hilfe und ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. König Ragnar von Nordkönigreich schafft es zu fliehen. Yay, da können wir ein paar Truppen einstellen. So, und hier könnten wir noch ein paar einstellen. So. Jo, der Burscher hat schon Level Up. Gut. Dann, ja toll. Weil wir noch nicht so viele Gegner besiegt haben und nichts Gescheites. Dafür leveln wir mal den Burscher auf. Intelligenz, Aufklärung, Intelligenz, Spurensuche, alles Intelligenz. Spurensuche, Wegfindung. So. Und du bekommst hier noch ein paar Waffen. Ja, okay. Haben wir noch was? Nö. So, sollen wir tun, ein bisschen zurückziehen, weil wir können wahrscheinlich diese Leute nicht, ja doch, wir können die Burg schon verteidigen. Wenn er so weitermacht, werde ich ihm sagen, dass er ein veritabler Halunke ist und mich nicht entschuldigen sollte, sollten Fäuste fliegen. Das ist alles, mein Herr. Okay, Lisa. So. Okay, Seeräuber. Ja, ja. Okay. Gut, das hat ein bisschen geschnetzelt. Zum Frühstück. Können unsere Reiter, habt ihr keine Chance. Ja, toll. Aua. Wie konnte der treffen? Ja, das macht mir unserem starken Charakter doch nichts. Schieß nicht immer so blöd. Scheißen immer alle Verbündeten voll, sondern die Gegner. Ach komm, schneller. Ja, sag gut. Okay, 5:0. 15. So. Okay. Oh, 39. Cool, gleich gut wie beim diesem. Ja, das Schild ist zu schlecht. So. Yay. Cool. Fußsoldat. Machen wir einen Plänkler. Und nichts. Jetzt könnten wir mal speichern. Jetzt könnten wir hier Wetzin draus machen. Wetzin retten. So.
Okay. Hier sind noch 15. Die können wir umgehen. Aha. Nicht gut. Was ist denn los? Ich will doch das Dorf nur retten. Oh je. Wenn die Wege weiterhin so schlecht sind, kann ich wirklich nichts mehr tun. Ja, alle Bulba ist doch nicht dieser, der Herr, der man doch. Ja, toll. Jetzt können wir diese Quest vergessen. La Bulba ist ja der, den wir da austricksen mussten in dieser Stadt dort hinten. Und ja. Gehen wir mal nach Uslum. Hallo? Ah, wir müssen außen durch, dann gehen wir nicht nach Uslum, dann gehen wir nach Kudamm. Ich will nicht zu viel verlieren. Vor allem Zeit ist sehr kostbar. Es sind überall Feinde, wir haben zwei Fronten Krieg. Das ist nicht gut. Hallo Feindle. Oh, nicht gut. Schenke mal schon. Lösegeld. Ja, gut. So. Da können wir verkaufen. Den können wir nicht verkaufen, das ist ein Anführer, also nein. Ding, nur die Truppen können wir verkaufen. So, jetzt haben wir sicher wieder viel Geld. Skalde, kannst du mir was beibringen? Jawohl. So. Noch ein bisschen warten. Jetzt könnten wir hier Spiellog kurz schauen. Nix. Berichte. Hui. Wergier, Krieg minus 40. Beide sehen nicht so gut aus. Schauen wir mal. Ja, das sind halt die Gegner. Königalech 13. Kooperativ. Okay. Was ist jetzt noch schauen? Truppengröße. Nein, das ist Ansehen. 137 Ehrenbewertung 7. So, Charakter, Erfahrung, gleich haben wir ein Level Up. Okay, cool. Jetzt müssen wir hier durchkommen, aber wie? Ey, was macht die Wege? Jetzt sind zwei verschiedene Feinde hier. Pagundur.
ist denn Bhagundur? Da. Shit. Die verlieren ja auch. Was ist denn das für ein Mod? Das sind zwei oder drei Königreiche gut, ja, und dann sind sackschwach. Das ist nicht gut. Überall sind mega viele Tundra-Banditen und so. Okay, an Boya Meriga zu geben. Okay. Das sind Deserteur, ist auch nicht gut. Sieht schlecht aus. Ich kann denen noch nicht so gut helfen. Zwei werden uns wiedersehen. Habt ihr Aufgaben? Nein. Ah, Schenke, Buchhändler. Schauen wir mal. Wundbehandlung. Ja, das brauchen wir alles nicht. Zum Warenhändler. Habt ihr irgendwie Brot? Die sind aber teuer. Wir müssen woanders das Brot holen. Und Rayadin. So, Kriegserklärung. König Eswanien erklärte Kanat Kerg in den Krieg. Okay, kann mir egal sein. So, weiter geht's. Es waren ein paar besoffene vor den Straßen und wir mussten sie vertreiben. Vor dem Haus und ja, typisch Trinker. Wir haben auf der linken Seite, bei der Straße, ein Ding, ein Gasthaus. Und ja, da kommen dann wieder Besoffene zu uns rüber. Ist nicht so gut, die machen immer Stress. Okay, die Schenke. Wieso minus 2? Ich habe doch nichts gemacht. Reisende. Ah, da kann man die Leute, die man also antreffen kann in der Bats, ausfindig machen. So. Jetzt, ah ja, in die Burg. Ist aber niemand, doch, ist doch wirklich noch einer da. Der Boya Marmun. Ich höre, ihr habt Ulusumai Neuan gefangen genommen, ihn dann aber wieder freigelassen. Solche Redlichkeit ehrt unsere Sache. Ja, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Ja, toll.